Ich begrüße euch ganz herzlich zum Finale, wahrscheinlich Finale von Resident Evil Village. Wir haben viel durchgemacht, Heisenberg beim letzten Mal besiegt, eine Konfrontation mit Miranda scheinbar überlebt, auch wenn Evelyn behauptet, wir würden überhaupt gar nicht leben. Und nun liegt der scheinbar doch finale Kampf vor uns. Eigentlich hat Chris ja bei diesem komischen Ding da unten, bei diesem Ursprung von allem, einen Sprengsatz platziert. Mal schauen, ob der Plan aufgeht, ob wir hier jetzt noch Hilfe von Chris erhalten, ob wir doch alleine gegen Miranda kämpfen müssen. Wer weiß das schon. Ich habe keine Ahnung. Ich will keine Munition an euch kleinen Pisser verschwenden. Weiter. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Auch Mirandas Motiv ist nachvollziehbar, Eva, übrigens, aber die Mittel gehen gar nicht. Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Oh. Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Das ist es, Leute. Finaler Kampf. Was in aller Herrgotts Namen ist das denn? Der skaffteste Baum aller Zeiten. Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Oh Gott, Uiuiuiui. Hallo, darf ich mal wieder auch mal irgendwann weglaufen? Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst... Chris, bist du da? Chris, hilf mir! Chris! Du weißt, was es ist. Ich lass dich nicht davon kommen. Oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann? Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Gott im Himmel! Hier liegt auch keine Munition, kein gar nichts und ich habe keine Rohrbomben mehr. Und ich lasse mich 10.000 Mal von dir treffen, scheiße. Aber ich erreiche auch keine nächste Phase, ne? Ich erreiche auch keine nächste Phase und habe gleich auch wirklich keine Muni mehr. Wie werde ich nicht getroffen von diesem Angriff? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Du hältst mich nicht auf! Wie werde ich von... What the fuck? Oh, ich habe gar keine Heilung mehr. Ah, das ist ja dann GG. Das ist ja absolut GG. Oder kann ich noch welche herstellen irgendwie? Oh Gott. Scheiße. Hä? Was ist denn das für ein Bosskampf? Wie mache ich das? Oh Gott, kann das nicht im Bosskampf wieder starten und nicht außerhalb davon? Ich meine, klar, man kann hier überspringen, aber man muss doch nicht du jedes Mal... Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder... Ich weiß nicht mal, wo ich die angreifen soll. Mach dir ich weiß auch nicht, wie ich hier ausweichen soll. Die trifft mich halt einfach immer. Ja. Sein, das ja. Ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Ich lass dich nicht davon kommen. Dieser Bosskampf scheint verdammt hart zu sein. Hab keine Angst. Ich hab keine Möglichkeit, ihr. Es gibt keine Munition auf hier. Ne? Keinerlei Muni. Okay, das ist was Neues. Das kannte man noch nicht.
glaube ich. Warum gehst du nicht? Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Ah, jetzt liegt hier Muni. Okay, ein bisschen, aber Flintenmunition, was bringt mir das denn? Endlich. Rose ist mein Kind, nicht deins. Wie soll... Ich verstehe diesen Bosskampf nicht. Ich werde doch auf jeden Fall getroffen von dir, oder nicht? Ich kann ja nicht ausweichen, nicht wegrennen, nichts tun. Ich kann es blocken, aber das ist... Ich kriege doch trotzdem Damage, wenn ich blocke, oder? Also so, ich kann es ja nicht komplett abblocken. Also bringt mir das überhaupt irgendwas? Ja, ich kriege trotzdem Damage. Also ich kann den Damage... ohne Damage diesen Bosskampf zu bestehen, ist, glaube ich, unmöglich. Okay, hier konnte ich ein bisschen sidesteppen gerade, aber es ist fucking schwer. Und ich habe gleich wirklich keine Muni mehr. Ich komplett austicken lassen. Jetzt gibt mir das Spiel wieder ein bisschen was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt still. Halt du mal lieber still, sonst treffe ich dich nämlich nicht. Alter! Willst du mich so viel Schaden, macht das? Wir alle sterben schließlich irgendwann. Stirb! Und übergib dein elendes Leben dem Megamyzen! Nein, will ich nicht. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist das denn jetzt? Ich sehe gar nichts. Den Teufel werde ich. Ich sehe nichts. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ich muss quickscopen jetzt irgendwie. Wird's ja richtig zum Shooter hier jetzt. Stirb, stirb, oh Gott. Stirb, stirb, stirb. Sie kann im Boden auch wieder versinken. Ich muss gucken, von wo sie kommt. Ich verstehe deine Gefühle, Eve. Das tue ich wirklich. Ja, das glaube ich dir auch. Oh Gott. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Wird ich das? Komm, die Sniper hat ist so fast maximal feuerkrafttechnisch geupgradet. Fast. Nicht ganz, aber fast. Keine Ahnung, ob ein Headshot irgendwie mehr bringt. Ja, klar! Hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ah. Bitte, Ethan, quäl dich. Macht sie wieder ihre Scheiße hier? Gott, haben wir noch Heilung? Nee, ne? Wir haben schon wieder keine Heilung mehr. Wenn ich mich jetzt gleich noch ein paar Mal treffen lasse, war es das ja schon wieder. Ich habe zu wenig Heilung für diesen Bosskampf, glaube ich. Leider muss man ja alles wieder von neu machen, wenn man einmal verkackt. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Oh Gott, oh Gott. Warum willst du nicht sterben? Warum willst du nicht mal sterben? Lauf, 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 lauf. Lauf. Ach, lauf doch mal. Bro. Stirb jetzt mal. Alter, der Bosskampf ist ja insane. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht. Oh mein Gott, ich habe keine Heilung mehr und ich bin fast tot. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Stirb, 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 stirb. Gott, darf man sich von der nicht treffen lassen, ey. Ist ja der Wahnsinn. Hab keine Angst. Bitte drop mir Heal, irgendwas. Kraut. Ich brauche nur mal ein Kraut. Ein Kraut reicht mir schon. Ich habe nichts, um irgendwas herzustellen, ne? Doch, natürlich, warte mal. Doch, ich habe doch hier Geflügel. Ich habe Geflügel und Wild. Sollte ich das schon nehmen, oder? Warte, oder kann ich das nicht essen? Oh nein, warte, das ist... Oh nein, das ist... Nee. Nee, stimmt. Das kann ich nicht essen. So war das ja in diesem Spiel. Dein Tod ist bereits besiegt. Wo
Wofür kämpfst du noch? Du kannst Rose nicht retten. Ja. Na toll. Na toll. Och Mann. Ist das ätzend. Ach, das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Keine Save Points, kein gar nichts und die hat unendlich viele Leben. Ich kann von Dukes Emporium aus neu starten, aber bringt mir das irgendwas? Ich konnte doch mit dem nicht handeln, oder? Och Mann. Das wird Ewigkeiten dauern. Das ist leider ein sehr harter Bosskampf. Ich hatte ein bisschen was Einfacheres erhofft. Du hast mich meiner Kinder entledigt. Megamyzen. Perfekt. Mach dir keine Sorgen, die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein. Das verspreche ich. Also in Frieden gehen. Gott, hat die viele Leben. Ich lass dich nicht davonkommen. Ich hatte einen tatsächlich eigentlich erwartet, dass man bei dem Bosskampf auch ein bisschen was gedroppt bekommt. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben. Das war ja bei den anderen Resident Evil Teilen eigentlich auch so. Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Das ist true. Wir alle sterben. Oh Gott. Hast du sie getroffen? I don't even know anymore. Also wann kommt denn mal die erste Phase jetzt mit den Dunkelwehren hier? Die muss kommen, bevor ich mein erstes Heil-Item benutze. Sonst habe ich, glaube ich, keine Chance. Man kann so ein ganz kleines bisschen ausweichen. Oh Gott, was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Hä? Hätte ich da irgendwie ausweichen können? Ich glaube nicht. Das war auch wieder einfach unmöglich. Ich habe leider... Oh, ich hätte so gerne jetzt hier für den Granatwerfer noch irgendwie Munition, ne? Habe ich aber leider nicht. Das ist halt wirklich Arsch. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir überlässt. Den Teufel werde ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ey, das ist ja wirklich verdammt. Stirb! Ich meine, man kann so ein bisschen ausweichen, wenn man wirklich dauerhaft in Bewegung ist, aber dann kannst du auch nicht schießen, ne? Ich verstehe Gefühle, Eve. Das tue ich wirklich. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber gut, wir mussten noch kein Heil-Item benutzen. Und haben schon die erste dunkle Phase hinter uns. Zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag! Ich habe keine Ahnung, wo ich bei ihr hinziehen soll, um ehrlich zu sein. So nah am Tod. Ja, wie soll... Mann, jetzt habe ich mich aber wirklich mit voller Geschwindigkeit bewegt. Und trotzdem konnte ich nicht ausweichen. Es ist einfach, da kann man nichts tun. Da kann man einfach hinnehmen, dass man getroffen ist. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz sein? Keiner. Ist das ein dreckiger Scheiß, dieser Fotzenangriff? Fick dich, Alter, fick dich. Das war's für dich. Unmöglich. Und es ist einfach unfassbar. Oh Mann.
Sechs Schaden. Sechs Schaden. Immer noch nicht die nächste Dunkelphase erreicht. Doch jetzt. Aber jetzt bin ich halb tot und habe kein Heal mehr. Dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Kann ich knicken. Das schaffe ich nicht ohne Heal. Das schaffe ich. Die hat mindestens noch eine Dunkelphase, ne? Oh mein Gott, doch, jetzt haben wir irgendwas erreicht. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sich... Angriff, 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 Angriff. Richtig. Oh, sag mir bitte nicht, das war erst der erste Treffer. Bitte nicht. Komm, greif an, greif an. Ich klicke so schnell, wie ich kann. Ja, geh drauf. Ja, geh drauf. Meine Tochter! Meine Eva! Ja! Fick dich! Du kriegst den Award für die schlimmste Mutter. Oh my God, oh my Jesus Christ, wir haben es geschafft, Leute. Alter, das war nicht ohne. Das war nicht ohne. Props. Rose! Rose! Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Nein! Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ist das der Megamyzid? Megamyzid? Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Nein! Nein, nein, nein! Verflucht! Wiedersehen, Rosemary! Ethan. Nein! Warum? Bloß weil deine Hand ein bisschen bröckelt. Das lässt sich alles wieder beheben. Och nö. Rose!
Los! Los, bring uns hier raus! Fragst du nicht nach Ethan oder was? Wie ist das? Warte! Wo ist Ethan? Ja. Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Mir fällt jetzt gerade mal erstmal auf, dass das bei Village, dass das VII ja für 8 steht. Also das VIII sozusagen, mit den beiden Ls noch. Alter, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Nicht Ethan. Ich hatte sowas ähnliches befürchtet, als seine Hand angefangen hat zu bröckeln. Ey, aber was er auch alles überlebt hat, das war's, glaube ich, wirklich mit ihm. Vielleicht bedeutet das, wenn das hier der ursprüngliche Pilz war, dann bedeutet das aber vielleicht auch, dass er so oder so gestorben wäre. Vielleicht hat er auch deswegen angefangen, sich aufzulösen, weil der Pilz, der ihn überhaupt noch am Leben gehalten hat, gerade zerstört wird. Das heißt, wenn sie den Pilz in die Luft jagen, selbst wenn Ethan mit uns gekommen wäre, dann wäre er ja auch mit dem Pilz zusammen zerbröckelt wahrscheinlich, ne? Also so verstehe ich das gerade, weil er weiß, dass es sowieso hoffnungslos ist. Ist er geblieben. Aber es war kein Opfer in dem Sinne, weil er so oder so hätte... Er wäre gestorben, egal was passiert wäre. Er wäre gestorben. Aber er hat sich halt... Er ist halt extra zurückgeblieben, damit Chris abhauen kann, zusammen mit Rose. Fuck! Warum nur muss das ein Sad Ending sein? Ja! Was soll ich sagen zu dem Game? Also, Resident Evil 7... Also, ich habe ja, wie gesagt, das Vorwissen aus Resident Evil 7. Ich habe das zigmal auf YouTube gesehen. Nie selber gespielt. Das heißt, irgendwann gibt es auch dazu nochmal ein Let's Play. Einfach, ne, um die Vorgeschichte davon auch hier nochmal auf YouTube zu haben. Hier wurde aber sehr viel natürlich nochmal aufgegriffen, weil das ja der direkte, fortsetzende Teil dazu ist. Und der hat's, finde ich, genauso gut, wenn nicht sogar noch besser gemacht. Also ich finde, ganz ehrlich, dass die Fortsetzung dieser Story in Kombination mit all dem Hintergrund ist und Wissen, was man dann auch kriegt hier, schon sehr gut umgesetzt war. Musikalisch ist es natürlich auch cool gewesen, das wenige, was man hier hatte. Man hat natürlich nicht so viel Musik generell gehabt, weil Horror, ne? Da gibt's ja nicht immer wirklich viel Musik, um die Atmosphäre auch horrortechnisch zu gestalten. Ich fand die Jumpscares wirklich krass teilweise. Also Jumpscares und Szenen, wo man weglaufen musste vor seinen Gegnern, die haben mich schon das ein oder andere Mal Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Ja.
Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Ja, wo war ich stehen geblieben? Soundtrack gut für das bisschen, was da war. Da wünscht man sich natürlich, wenn es lange still ist, oft auch mehr. Aber wie gesagt, es ist halt Horror. Ich spiele das Genre ja nicht so oft, deswegen es ist klar, dass das so ist. Grafik ist super. Hat sich noch ein bisschen gesteigert zu Resident Evil 7, obwohl es grundsätzlich, glaube ich, so ziemlich gleich aussah. Also so minimale Verbesserungen, glaube ich, waren da. Performance war super. Es hat nur im Heisenberg-Kampf so ein bisschen geleckt, aber da hat es geregnet. Da war richtig viel Action, da ist viel abgegangen. Kann ich verstehen. Die Bosskämpfe waren von der Schwierigkeit, also das ganze Spiel von der Schwierigkeit her, es war sehr herausfordernd, vor allem der finale Boss meiner Meinung nach und auch alle anderen Kämpfe, es war doch durchaus herausfordernd, muss ich sagen, aber auch nicht unfair, ja, es war jetzt nicht unfair, bis auf ein paar wenige Attacken, wo man wirklich sich fragen muss, konnte ich da überhaupt ausweichen, ich habe aber wahrscheinlich auch einfach zu selten das Blocken genutzt und es gab ja auch dieses Perk, dass man mit dem Blocken noch weniger Damage kriegt, dann kann man wahrscheinlich einfach blocken und nicht irgendwie so versuchen wegzulaufen. Doch, aber herausforderndes Spiel, angenehmer Schwierigkeitsgrad, coole Story, sehr geile Atmosphäre, atmosphärisch sehr, sehr super, aber das ist bei Resident Evil ja sowieso immer zu loben und alles in allem wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel, dem ich ja so problemlos 9,5 von 10 Punkte geben würde. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das in Bezug zu anderen Resident Evil Teilen steht, die ich halt noch nicht kenne, kann durchaus sein, dass andere Leute, die alle Teile schon irgendwie kennen, das ein bisschen im Kontext bewerten können. Ich kenne Resident Evil 4, Resident Evil 2 haben wir ja so ein bisschen angefangen, wird im Übrigen auch noch weitergemacht. Das ist jetzt nach diesem Let's Play das nächste Resident Evil Spiel, was bald dann weitergemacht wird. Ich kenne auch Resident Evil 5 so ein bisschen und natürlich Resident Evil 7. Und da muss ich wirklich sagen, Village spielt für mich relativ weit oben mit dabei. Muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. In dem Sinne ist alles gesagt zu dem Game. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Also, haut rein, bis dahin, genießt noch die Credits und bis zum nächsten Mal.
Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Hier endet die Geschichte des Vaters. Und die Geschichte von Rose fängt aber bestimmt gerade erst an. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte von Rose.